Die wohl bekannteste Wirkung entfalten Eiweiße natürlich in den Muskelzellen. Da Proteine so viele wichtige Aufgaben im Körper haben, wie ich ja gerade auch erklärt habe, kann ein Proteinmangel gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Gleich vorab, jetzt geht es um Wissen, Fakten und auch Prozesse in unserem Körper, die aber, denke ich, für uns alle interessant sind und auch relevant sind. Wer gesünder leben, wer abnehmen oder wer Muskel aufbauen will. Was macht für Sie eine gesunde Ernährung aus? Jede Wette, dass proteinreich einer der ersten Begriffe ist, der Ihnen zu dieser Frage einfällt. Auch ich habe ja viele Videos dazu gemacht, dass Proteine den Muskelaufbau unterstützen und die Fettverbrennung ankurbeln können, hat ja fast jeder schon mal gehört. Ist sehr wichtig auch zu wissen. Doch wissen Sie auch, was da genau in unserem Körper passiert, wenn Sie am Proteinshake nippen zum Beispiel, wenn Sie sehr proteinreich sich ernähren, ein Hähnchen dazu essen? Genau auf diese Frage möchte ich im heutigen Video einmal eingehen. Und so viel sei verraten, Proteine sind nicht nur für die Massephase, für den Muskelaufbau etc. wichtig, sondern vor allem für den Erhalt lebensnotwendiger Funktionen unverzichtbar. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über zum einen Themen Gesundheit, Erkrankungen, Symptome dieser Erkrankungen, aber auch Ernährung, Sport, weil das so wichtig ist und damit zusammenhängt. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt diesen Kanal. Was sind Proteine? Der Begriff Protein, der leitet Sie aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie Erstes. Und das unterstreicht ja die herausragende Rolle der Proteine, denn Proteine sind nicht weniger als die Grundbausteine für jede Zelle unseres Körpers. Proteine sind Grundbausteine jeder Zelle, also quasi unseres Körpers. Sie werden synonym auch als Eiweiße bezeichnet und setzen sich aus Ketten von 21 verschiedenen Aminosäuren zusammen. 21 verschiedene Aminosäuren haben wir. Und abhängig von der Kettenlänge, der Abfolge, auch der Zusammenstellung im Raum, quasi 3D, von diesen Aminosäuren, dann entstehen Proteine mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften, was sie zu einer, nennen wir es mal, Allzweckwaffe des Körpers macht. Also Proteine sehr, sehr wichtig. Und ihre Funktion reicht vom stützenden Gerüst zum Beispiel bis hin zur Beschleunigung unverzichtbarer Stoffwechselprozesse, Stichwort Enzyme, erkläre ich gleich. Ganz wichtig, 9 Aminosäuren haben wir, 9 Aminosäuren, die für den Aufbau unserer Proteine notwendig sind. Die können nicht vom Körper selbst hergestellt werden. Die können wir also nicht selber herstellen. Diese sogenannten essentiellen Aminosäuren, so nennt man die, müssen daher über die Nahrung aufgenommen werden. Sonst fehlen sie uns. Vollständige Proteine, also solche, die alle essentiellen Aminosäuren enthalten, kommen in tierischen Produkten vor allem, wie Fleisch, wie Fisch und auch in Eiern vor. Über Lebensmitteln wie Hülsenfrüchte als Beispiel oder auch grünes Blattgemüse können wir auch unvollständige Proteine zu uns nehmen, auch möglich. Und diese Proteine enthalten dann nicht alle essentiellen Aminosäuren, nicht alle, die wir brauchen, auf einmal. Die nicht essentiellen Aminosäuren, also die wir vom Körper selber bilden können, die werden also selbst hergestellt, die müssen wir nicht von außen zu uns nehmen. Wie wirken Proteine im Körper? Stellen wir uns einmal vor, Sie genießen eine sehr proteinreiche Mahlzeit, etwa einen leckeren Thunfischsalat zum Beispiel. Auch wenn die darin enthaltenen Proteine denen des Menschen sehr ähneln, kann unser Körper sie normalerweise nicht einfach so nutzen. Sie müssen gewissermaßen erst recycelt werden. Und deshalb zerlegt unser Verdauungstrakt, unser Darm, Magen etc. die Proteine in ihre einzelnen Aminosäuren. Über den dünnen Darm werden sie in das Blut abgegeben und zum Großteil erst einmal in die Leber transportiert. Also Dünndarm, Leber. Und hier werden die Aminosäuren dann zu einigen der wichtigsten Eiweiße wieder zusammengesetzt. Muss man sich so vorstellen wie so kleine Perlen, die dann wie in einer Schnur so zusammengesetzt werden. Und dann an ihre Einsatzorte im Körper werden die dann gesendet hingeschickt. Die verschiedenen Gewebezellen des Körpers sind aber auch in der Lage, selbst Proteine aus den Aminosäuren im Blut herzustellen. Also in der Leber, aber auch an anderen Stellen bei uns im Körper. Strukturproteine. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was die Haut, unsere Haut so elastisch macht oder die Knochen so stabil, so fest macht? Eine wichtige Rolle spielen hier Eiweiße in ihrer Funktion als Strukturproteine.
Und sie bilden das Gerüst jeder Körperzelle und verleihen ihr je nach Zellfunktion natürlich ein individuelles Maß an Stabilität und an Flexibilität. Die Zellen der Haut zum Beispiel und des Bindegewebes bestehen zum Beispiel zu einem ja ganz großen Anteil aus dem Strukturprotein Kollagen und verdanken ihm ihre Elastizität und die Spannkraft. Und vielleicht auch schon mal in der Werbung mitbekommen, wenn man irgendwie so eine Werbung sieht, Haar sieht und dann Kollagen gesagt wird. Ein Protein ist das. In anderer Zusammensetzung kommt das Kollagen in den Zellen der Knochen vor und wirkt hier eher stabilisierend. Aus der Shampoo-Werbung, wie gesagt, kennen Sie bestimmt auch das Eiweiß Keratin. Es ist der Hauptbestandteil von Haar und Nägeln, Bewegungsproteine. Wer meine Videos schon etwas länger verfolgt, weiß, die wohl bekannteste Wirkung entfalten Eiweiße natürlich in den Muskelzellen. Sie werden teilweise zu den, ja, man nennt es Strukturproteinen gezählt, unterscheiden sich aber, da sie den Zellen nicht nur eine Form, sondern auch eine, ja, Funktion verleihen. Form und Funktion. Und die bekanntesten Vertreter der Bewegungsproteine sind Myosin und Aktin. Vielleicht auch schon mal gehört, hört man auch schon im Biologieunterricht zum Beispiel. Und sie ermöglichen das Zusammenziehen der Muskulatur. Dafür sind die ganz wichtig, indem sie ihre chemische in mechanische Energie umwandeln. Ohne diese Eiweiße könnten wir uns überhaupt nicht bewegen. Logisch, dass diese sogenannten, ja, kontraktilen Proteine auch unverzichtbar natürlich sind für den Muskelaufbau, beim Sport zum Beispiel. Worauf Sie für einen gesunden Muskelaufbau achten sollten und wie sinnvoll dafür jetzt Proteinshakes zum Beispiel sind, das erkläre ich in diesem Video. Transport- und Speicherproteine. Doch Proteine versetzen jetzt nicht nur uns in Bewegung, sondern kommen als Transportproteine selbst auch ganz schön rum durch unseren Körper. Sie binden an Substanzen im Blutkreislauf wie etwa Fette, an Sauerstoff, an Eisen etc. etc. Und teilweise, um diese Stoffe, ja, zu speichern, vor allem aber, um sie an ihre, ja, jeweiligen Zielorte zu transportieren, zum Beispiel den Sauerstoff von der Lunge in die Muskeln. Wieder andere Transportproteine sind fest in der Membran, also der äußeren Umgrenzung einer Zelle verankert. Gibt es auch. Sie sind dann für den Transport von Stoffen wie zum Beispiel Natrium und Kalium in die Zelle hinein bzw. aus der Zelle heraus zuständig, also wie so ein Tor quasi, wo die Stoffe durchgehen. Das ist auch möglich. Proteine als Hormone und Enzyme. Und noch was ganz Wichtiges. Proteine als Hormone, Enzyme. Wussten Sie, dass auch viele Hormone eine Eiweißstruktur besitzen? Ja, klar. Hormone sind chemische Botenstoffe, die Körperfunktionen wie Atmung, Stoffwechsel, Wachstum etc. regulieren. Und so zählt zum Beispiel das Hormon Insulin zu den Proteinen, das unter anderem den Abbau von Zucker im Blut anregt. Insulin, Diabetes, vielleicht auch schon mal gehört. Und die Hormone, die geben also vor, welcher Stoffwechselvorgang zu welchem Zeitpunkt stattfinden soll. Also eine ganz wichtige Funktion haben die Hormone. Und die konkrete Ausführung und Beschleunigung dieser Prozesse in den Zellen übernehmen dann die Enzyme. Das ist die Rolle der Enzyme im Gegensatz zu den Hormonen. Und auch sie bestehen aus Eiweißen, Proteine und Immunsystem. So wie alle Zellen unseres Körpers bestehen auch die Antikörper natürlich, die Antikörper des Immunsystems aus spezialisierten Proteinen. Und sie werden zur spezifischen Bekämpfung bekannter Erreger von den Immunzellen produziert. Nach einer Erstinfektion zum Beispiel mit bisher unbekannten Erregern, die unser Körper noch nie gesehen hat, werden im Anschluss Antikörper hergestellt, die bei jeder weiteren Infektion, wenn man sich also nochmal infiziert, mit diesem Erreger dann ausgeschüttet werden und ihn gezielt dann bekämpfen können. Diese Lernfähigkeit des Immunsystems, die ist ganz, ganz wichtig, diese Lernfähigkeit, macht sie auch zum Beispiel bei Impfungen zunutze. Proteine und Blutgerinnung. Zu guter Letzt nehmen Proteine auch Einfluss auf eine, ja, gesunde Blutgerinnung, beeinflussen unsere Blutgerinnung, wenn wir uns verletzt haben, wenn wir eine Wunde haben. Und die verantwortlichen Proteine sind Bestandteile des Blutes und werden als Gerinnungsfaktoren bezeichnet. Vielleicht auch schon mal gehört, ein Problem mit den Gerinnungsfaktoren hat jemand. Normalerweise sind sie inaktiv, werden aber durch innere, durch äußere Verletzungen aktiviert. Und dann sind sie in der Lage, ja, sogenannte Blutplättchen zu binden und dadurch eine blutende Wunde zu verschließen. Was passiert bei einem Proteinmangel? Also Proteine sind für den Aufbau jeglicher Körpersubstanz unverzichtbar. Wir brauchen Proteine. Und da der Körper sie nicht in größeren Mengen speichern kann, das kann unser Körper nicht, ist eine regelmäßige Zufuhr bzw. Bildung
dieser Proteine notwendig. Stichwort nochmal essentielle und nicht essentielle Aminosäuren auch. Der tägliche Erhaltungsbedarf liegt für normalgewichtige Erwachsene bei ca. 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. So viel sollte schon jeder zu sich nehmen. Im Wachstum, bei hoher sportlicher Belastung, ist der Bedarf entsprechend höher. 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis zu 2 Gramm. Da Proteine so viele wichtige Aufgaben im Körper haben, wie ich ja gerade auch erklärt habe, kann ein Proteinmangel gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Zunächst, was passiert? Kompensiert der Körper den Proteinmangel, indem er die körpereigenen Proteine aus der Muskulatur abbaut. Da haben wir ja viele Proteine, das habe ich ja schon immer gesagt. Wenn wir nun einen Mangel haben, baut er quasi Muskulatur ab. Es kommt also zu einer Abnahme der Muskelmasse, auch zu fehlender Muskelfunktion dadurch letztlich. Bei einem länger anhaltenden Mangel, wenn das schon wirklich über Wochen vielleicht geht, ist eine solche Kompensation natürlich nicht mehr möglich, sodass die Stoffwechsel- und Organfunktion dann auch wirklich beeinträchtigt werden. Es besteht ein richtiger Mangel an Proteine. Selbst durch Muskelmasseabbau können wir das nicht mehr lösen. Und mögliche Symptome sind dann Müdigkeit, Leistungsabfälle oder Abfall, Infektanfälligkeit, Stichwort Immunsystem. Allerdings ist ein anhaltender Proteinmangel natürlich in Industrieländern, bei uns in Deutschland, muss man auch sagen, sehr selten. Er kommt aber in der Regel nur gelegentlich, natürlich bei besonderen Diätformen vor, dann ja. Und wenn man bestimmte chronische Erkrankungen vielleicht hat oder das sogar miteinander verbindet, man hat chronische Erkrankungen, chronische Probleme mit der Niere und macht dann noch ganz bestimmte Diäten, dann kann es zu einem solchen Mangel kommen. Was passiert bei einer zu hohen Proteinaufnahme? Gerade durch den Hype um Proteinshakes und Co. auch im Amateursportbereich werden immer wieder mögliche Gesundheitsschäden natürlich genannt. Durch eine eher dauerhaft hohe Proteinzufuhr wird immer wieder diskutiert, wie viel Proteine kann man zu sich nehmen, wo ist das Maximum, welche Schäden können entstehen. Die aktuelle Studienlage ist allerdings, muss man sagen, wie so oft, noch sehr lückenhaft. Als gesichert gilt, und das sollten Sie auch einmal mitnehmen, dass eine tägliche Proteinaufnahme von unter 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für gesunde Menschen als unbedenklich angesehen werden kann. Also wenn Sie 70 Kilo wiegen, dann 140 Gramm pro Tag. Leiden Sie an einer Niereninsuffizienz, an einer Nierenschwäche, haben Sie Probleme mit der Niere, dann kann eine hohe Proteinzufuhr die Nierenwert allerdings weiter verschlechtern. Außerhalb dieser Studien berichten einige Sportler auch so im Alltag von Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen, Sodbrennen, vielleicht Durchfall durch die übermäßig erhöhte Eiweißzufuhr. Also zu viel davon ist schlecht. Aber ich hoffe natürlich auch, Sie haben verstanden, wozu wir die sogenannten Proteine im Körper brauchen, nämlich für mehr als nur Muskelwachstum. Und gerne geben Sie diesem Video jetzt einen Daumen nach oben, abonnieren Sie sehr gerne meinen Kanal und natürlich stellen Sie mir Ihre Fragen, kommentieren Sie alles, was Ihnen dazu einmal einfällt zu diesem Video, direkt hier drunter. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.